Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within, The Consequence. Ich bin der Baume, wir sind live auf Twitch. Sagen die Twitches Hallo? Ja, oh Gott sei Dank, wunderschön. Ich bin noch im Pausenscreen, weil die Musik hier so super entspannend ist. Es ist einfach nur angenehm ist. Warum ruckelt's denn drüben? Oh, mein armer PC ist total überfordert. Warum ist denn das Sugar? Ey, BLP-TV. Ich bin kein Süßer. Hallo YouTube, hallo YouTube, hallo YouTube. Theo macht wieder die Hosen voll. Schön. Theo hat, glaube ich, Angst, das will er uns damit sagen. Es kam kein Trager. Oh, muss mal gucken, was da steht. Vielleicht hat Trager dir auch was abgeschnippelt. Der Bot sagt dir, warum er manchmal nicht kommt. Oh Gott, das klingt komisch. Muni ist voll. Da lag noch was zum Hören. Ein Hörspiel. Yay. Krempeln Sie bitte den Ärmel hoch. Was? Moment mal. Das ist eine große Spritze. Die werden Sie mir auf keinen Fall verpassen. Die kommt in Miss den Hintern. Kidman, Sie haben dem zugestimmt. Vergessen Sie das nicht. Wir haben nichts Böses im Sinn. Das ist nur Vorschrift. Wissen Sie, was Vorschrift ist? Jemanden, der eine Spritze bekommt, zu sagen, wo sie ist und was sie scheint. Au! Mann! Das hat wehgetan. Hey Leute, was soll das? Ist hier jemand? Erst die Spritze und dann dieses abgefahrene Video in der Endlosschleife? Verdammt tolle medizinische Forschung, die sie hier betreiben. Wurde auch Zeit. Okay, kann ich jetzt gehen? Noch nicht, Miss Kidman. Wie fühlen Sie sich? Kopfschmerzen? Nasenbluten vielleicht? Was? Nein. Aber ich fühle mich etwas seltsam. Als wäre ich unter Wasser. Das ist eine der Nebenwirkungen der Verbindung. Sie müssen noch einen letzten Test absolvieren. Dann können Sie gehen. Okay. Dann los, würde ich sagen. Gut. Ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen. Sie beantworten sie und betrachten dabei die Bilder vor Ihnen. Lassen Sie die Augen auf dem Bildschirm. Alles klar? Ja. Frage Nummer 1. Haben Sie sich schon mal von denen verlassen gefühlt, denen Sie trauen? Indoktrinierung. Okay. Faszinierend. Die Frage wurde uns immer wieder gestellt, ne? Auch von unserem Schattenkumpel. Sie haben sich uns angeschlossen. Aus freien Stücken. Nur wir haben uns um sie gekümmert. Sie aus ihrem erbärmlichen Leben geholt. Wir gaben ihnen einen Grund zum Leben. Und wie danken sie es uns, indem sie unsere Arbeit vernichten? Wo wollen sie hin, wenn sie uns verlassen geht? Wer nimmt sie auf? Warum geben sie unsere Sache auf? Was wollen sie retten? Eine Welt, die sich nie um sie gekümmert hat. Wer an Anfang? Wow. Wow. Kidman hatte echt einen wesentlich einfacheren Weg hierher als Sebastian. Und wo Joseph gelandet ist, das weiß auch keiner. Ich glaube, Kidman hat ihn wirklich erschossen. Ich meine, sie hat ihm in die Brust geschossen. Es kann ja sein, hat sie sein Herz getroffen? Ich weiß es nicht. Es endet hier und jetzt. Hä? Warum sind manche Sachen sichtbar und andere nicht? Ich check das aber noch nicht so ganz. Was ist nun eigentlich bei der Taschenlampe dafür so? War hier nicht eigentlich der Stuhl? Der Stuhl, auf dem Sebastian gelevelt hat und gespeichert hat? Kann ich hier rein? Nein. Gott, diese Leichen. Und dann sind hier doch wieder keine. Und das ist schräg. Und hier hatte eigentlich der letzte Rest von Jimenez Verstand versucht, mit Sebastian zu kommunizieren. Oh Gott, warum habe ich denn nur 6 Schuss? Und die legen mir so viel Munition hin. Oh, ich werde gleich wieder ganz viel ballern müssen. Das ging auch nicht. Ah, okay, dann ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, ich hab's gelesen. Treff. Ach Gott, jetzt sind sie alle wieder da, ne? Wetten? Oh Gott, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sie halt läuft.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh auf, Mann, geh auf. Und zu. Okay, sehr gut. Tschüss. Darum lagen die da rum. Sie beantworten unsere Fragen nicht. Etwa aus Angst. Angst ist etwas Subtiles. Aber erlebt man wahre Angst, wird man kontrollierbar. Man wird formbar. Stem ist unfehlbar. Eine Maschine, die auf Angst basiert. In gewisser Weise ist sie perfekt für unsere Zwecke. Sie werden die Erste sein. Sie werden sich der Angst beugen oder sterben. Sie werden ein Beispiel für das sein, was aus uns werden wird. Kann ich wieder runterfahren? Nee, leider nicht. Ein Beispiel für das, was aus... Leslie, warte! Geh da nicht rein! Geh da nicht rein, da ist ein Tumor drin! Okay. Das bin ich. Nee. Ich bin angeschlossen. Wie alle anderen auch. Ich komme hier raus. Joseph. Da ist Lea. In der Mitte haben wir den Rest von Reuven. Leslie. Jimenez. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon tot. Schlagen von dem Hundeviech. Das war ja relativ früh. Das ist, glaube ich, der Erste, der draufgegangen ist, oder? Sebastian ist angeschlossen. Und unser Fahrer. Aber das ist anscheinend der kabellose Anschluss? Ich weiß es nicht. Oder haben die alle so eine Nabelschnur im Nacken? Nee, haben sie nicht. Haben sie nicht. Keine Nabelschnur im Nacken. Okay, okay. Gehen wir Leslie hinterher. Gehen wir ihm hinterher. Wo ist er hin? Hier lang, ne? Genau. Angst? Ist Scarecrow auch im Stammbaume? Oh, Kurodium. Gut aufgepasst. Huh. Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Das kenne ich noch. Was? Sie haben versagt.
Sie hatten einen Befehl und sie haben versagt. Nein. Das ist nicht real. Sie sind nicht real. Das wollen Sie glauben. Aber ich bin hier. Ich war die ganze Zeit bei Ihnen. Diese Welt ist ein Albtraum. Aber Sie machen mir keine Angst mehr. Das zeigt nur, wie wenig Sie verstanden haben. Sie sollten große Angst haben. Wir haben Sie, Kid. Und Sie wissen, was passiert, wenn man versagt. Wir werden Sie nicht einfach gehen lassen. Diese Hand. Sie haben Ihren Zweck erfüllt. Ja, oder auch nicht. Diese Welt wird Ihr Gefängnis, in welchem Sie verrotten. Okay, brauche ich da jetzt auf wieder... Sie. Ich hab die Schnauze voll. Ich bring sie um. Mausentastatur, oder? Mausentastatur? Ah. Was? Fucking hell. R-Taste? Okay, das geht. Okay, wenn ich ihm zu nahe komme, fängt er rot an zu leuchten. Kann ich hier irgendwie... Oh Gott, wie mache ich die Taschenlampe an? Mit der Maus, mit der Tastatur, also... Fuck! Okay, ich muss doch rüber zum Controller. Oh Gott! Ihr Nervsäcke! Du bist der Echte, oder? Oh, okay. Wie sieht diese Welt für Sie aus? Uncool? Oh Gott. Mach doch mal einer das Licht an. Ich warte einfach, bis der mit der roten Hand kommt und dann schieße ich den ab. Das lohnt, glaube ich, mehr. Wow. Kann der bitte auch noch mal kurz weg? Sehr gut. Wow. Jetzt. Gut. 3 Schuss. Okay, sehr gut. Sagen Sie, Kate, was sehen Sie? Dich. Nicht mehr lange. Oh, fuck. Nachladen. Das ist gut. Den kann man eigentlich ganz gut ausweichen. Muss nur echt auf den mit der roten Hand aufpassen. Okay, die Muni hätte ich gern. Könnten wir da irgendwie rankommen? Hey, wo ist die Muni hin? Sag mir, wo die Muni ist. Oh Gott! Sehr gut! Hauptsache lachen. Das ist das Wichtigste. Katzenkampf. Ohne Opfer gibt es keinen Fortschritt. Fucking hell, das ist creepy. Lass mich bitte los. Oh Gott, war die schnell. Gott, warum sind die so schnell? Was zur Hölle ist es? Nein. Oh Gott, bewegt euch bitte nicht so unnatürlich. Oh Gott. Ja, komm. Sie waren schon immer dumm. Fuck. Oh Gott. Oh, bitte sterbt! Bitte sterbt! Oh Gott! Die können die sich nicht normal bewegen! Das ist dieses. Oh Gott, das macht mich fertig! Oh Gott! Ist das furchtbar! Ist das ekelhaft! Sie waren schon immer dumm! Ich bin gar nicht dumm, du bist dumm! Oh, ich meine, man kann so ein bisschen hören, aber. Oh, dieses Geglitsche von ihm! Es ist echt nicht cool! Oh Gott.
nehme ich mit. Und jetzt renne ich ein Stück. Nachladen. Ihr Tod wird uns also doch noch nutzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, sind die ekelhaft. Oh, bin ich ekelhaft. Könnt ihr bitte gehen? Geh doch einfach fein weg woanders hin. Oh Gott, direkt hinter mir. Oh, wie die sich auch anschleichen, ne? Nee, komm schon! Komm schon, hau ab, Mann! Oh, warum seid ihr so widerlich schnell? Oh Gott, ich will doch nur ein bisschen Muni. Ich will doch nur Munition. Ich tu da nichts. Okay. Das ist dumm von Ihnen, uns verkaufen zu wollen. Ach, nachladen, laden. Gott, Licht wieder an. So, immer schön auf den Kopf. Oh Gott! Es gibt keine drin. Ja, wechselt euch ruhig ab. Wechselt euch ruhig ab. Fiesen Flatterfox. Ah, oh, Gott! Boah, muss man hier auch noch dodgen. Was soll denn dieser, sie waren schon immer dumm Spruch? Damit macht man jemanden nur wirklich keine Angst. Okay. Einer ist, glaube ich, direkt hinter mir. Oh, diese finstere Schmerze. Das ist nicht gut, Mann. Geh doch bitte down. Nee, oh Gott. Nee. Genau, zu zweit, einfach gleichzeitig, immer drauf, genau, stunt mich, staggert mich. Gott, ich kann eh nicht mehr, genau, immer wieder hintereinander drauf, das ist ein richtig geiler Bosskampf, ja, das macht übelst Spaß. Oh Gott. Sie waren schon immer dumm. Ich will mir ungern sagen lassen, dass ich dumm bin, das stimmt nicht. Eine dreiste Notlüge, um mich einzuschüchtern. Da erwarte ich von meinem Gegner mehr Intelligenz, als mir solche plumpen Sätze an den Kopf zu werfen. Fucking hell, haut doch bitte ab. Oh, geht's doch einfach. Geht doch einfach weg. Oh Gott, keine Muni. Oh Gott, ey. Und sobald die mich aber auch einmal kriegen, also einmal können sie mich erwischen, glaube ich. Einmal können sie mich erwischen. Das ist dumm von ihnen, uns bekämpfen zu wollen. Aber sobald mein Leben unter die Hälfte rutscht, oh Gott, Hollywood Hank. Der Hank Moody Hank oder. Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. In der bärtigen Runde. Viel Spaß mit dem Gesichtswärmer. Oh Gott, diese Geräusche. Sie waren schon immer dumm. Seid doch nicht so creepy. Ihr Weiber. Oh Gott. Richt das schnell auf. Zugreifen und weg. Wo ist sie? Hi. Und immer in Bewegung bleiben, weil sonst springt es an die Stelle, von der aus ich auf sie geschossen habe. Glaube ich. Nimm dir das Ding. Oh. Es ist weg. Wo sind die Ischen? Es ist dumm von ihnen, uns bekämpfen zu wollen. Ich merk schon. Wow. Oh, Alter, wie schnell sie ist, ja? Mit Macht 3. Oh Gott. Kann bitte die Scheinwerferfrau wiederkommen? Die war wesentlich angenehmer. Weg von mir. Hier geht's nicht lang, Sackgasse? Ihr Tod wird uns also doch noch nutzen. Inwiefern? Wow! Alter, wie sie auf mich zugesprintet kommt. Was soll ich denn? Und die zweite ist natürlich auch gleich da. Ich sprint zur Seite. Oh Gott, sie tut's auch mal. Oh nein, natürlich hat sie immer noch nicht nachgeladen. Und bloß nicht zu lange auf die Sprint-Taste drücken, weil sonst bleibt es nämlich... Eine ist weg! Beide sind weg! I'm the best around! Oh Gott, ey! Gib mir die Muni! Und jetzt lad doch mal endlich die... Oh Gott, wie oft sie nicht nachlädt, ne? Müsste doch eigentlich automatisch machen, weil nach einem Schuss die Waffe komplett leer ist. Aber egal.
Oh, Besturo, grüß dich. Du bist genau rechtzeitig beim Finalen. It's the final. Ein Jammer, sie werden nie sehen, was wir erreicht haben. Das ist mir total Wumpe, was ihr erreicht, weil ich werde es nicht verhindern. Oh, ich glaube, ich sollte mich hier hinter so einem Ding verstecken. Uäh! Ich wollte mich hinter dem Ding verstecken, aber wenn man B drückt, da hat sie normalerweise immer um die Ecke geguckt bei. Okay, es hat also auch keine Art Windschatten. Okay, ich komme, Bro. Aber sie gehören uns. Du solltest unbedingt Brustschwimmen machen. Jawoll. Wow. Hat was von einem Arcade-Game gerade. Jetzt die linke dran, jetzt die linke dran. Gib mir die linke Hand. Jawoll. Rage Mode. Nachladen, laden. Ist schon. Wow. Nein, Ausdauer alle. Ich wollte wegsprinten. Oh Gott, ich sollte lieber drauf schießen, auch wenn sie direkt auf mich zielt, die Hand. Aber eigentlich ist eh wieder die echte dran. Zertrümmer deine eigene Welt. Nice. Wir machen den Cut, den Jungen. Gut. Muni. Mir ist total wurscht, was du da hinten machst. Ich hole mir erstmal... Erholst du dich etwa gerade? Du musst mir doch nicht vorstellen. Ja, Ivy, das hatte wirklich was von Alice Madness Returns. Mit den Händen. Wobei, da war er hier noch leichter. Genau. Lach noch ein bisschen. Ich wünsche dir viel Spaß. Sie glauben, sie haben gewonnen. Aber haben sie das? Sie wissen nichts. Ich bin bei ihnen. Und das... werde ich jetzt immer sein. Sein Gesicht. Sie kennen mich nicht. Ich bin stärker, als sie glauben. Wir sehen mal sein Gesicht. Huch, weg ist es. Sind Sie selbstsicher genug? Selbstsicher genug, um Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen? Nicht den armen Mann erschießen. Oh, doch, hier ist das Foto. Wie zur Hölle. Agent Kidman, wir übernehmen jetzt. Wie lange ist das her? 37 Minuten seit dem ersten Impuls. Wie sind wir hergekommen? Wovon reden Sie da? Warten Sie, geben Sie mir noch einen kurzen Moment. Myra, wir brauchen Sie hier. Das ist Myra. Okay, aber uns wurde gesagt, dass er einen Bericht will, sobald Sie zurück sind. Das ist die Frau von Sebastian. Myra. Die haben die nicht entführt. Die ist bei denen geblieben. Oder das war eine Gehirnwäsche. Das kann auch sein. Ah, verdammt. Ein wunderschönes Branding hast du da. Du gehörst jetzt der Firma. Sie hatten recht. Ich habe versagt.
aber sie haben nicht mit dir gerechnet. Ich schulde dir was. Willkommen zurück in der Wirklichkeit, Sebastian. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Das hat sie aber nicht gesagt. Sie hat eigentlich diesen hier gemacht. Er soll noch... Lass den hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Niemand tut das. Er ist noch da. Okay. Okay, das ist ein weirdes Ende. Das ist ein weirdes Ende. Aber es gefällt mir. Das heißt, Myra ist irgendwie bei Mobius gelandet? Ob sie dort nun freiwillig ist oder nicht, das weiß man nicht. Aber man weiß, Myra ist losgezogen, um den Tod von Ira und Sebastians Tochter zu untersuchen. Und ist dabei irgendwie auf Mobius gestoßen, ob die an dem Tod Schuld haben oder nicht, ob die damit was zu tun haben. Das wissen wir, glaube ich, auch nicht. Auf jeden Fall ist sie bei denen gelandet und geblieben. Was Mobius genau mit dem Stamp vorhatte, wissen wir auch nicht. Wollten die Leute gleich schalten? Wollten die irgendeine elitäre... irgendwas erschaffen? Oh, bist du wo? Danke schön. Ruhe, warum? Ich will das Gute lernen. Das ist gerade sehr laut. Kann ich es mal gerade ein bisschen leiser machen, weil ich will gerade ein bisschen drüber labern und ich finde die Musik gerade laut. So. Ja, hat Kidman nun eigentlich was erreicht in dem ganzen drunter und drüber? Da hast du schon nicht unrecht, Evie, weil einerseits hat sie es nicht geschafft, Leslie zu retten, weder zu erschießen noch sonst was. Wenn ich das Ende vom Hauptspiel richtig deute, dann hat es Rubik irgendwie dort rausgeschafft. Ja, trotzdem. Sie hat auch den schwarzen Mann nicht vertrieben. Oder, ich glaube, das war gar keine richtige Person, weil du gefragt hattest already. Ich glaube, das war nicht mal konkret eine Person. Ich glaube, das war wirklich nur ein... ja, eine Art Droge oder so. Weil die hat ja auch nur uns beeinflusst und nicht den Rest der Welt. Ich glaube, das war quasi eine Art Angst oder sowas, was uns injiziert wurde, was im Stem erst durch unsere Ängste einen Körper kriegt und uns dazu zwingt, Mobius loyal zu bleiben. Weil wir wurden ja auch indoktrinisiert, heißt das so? Indoktriert? Durch gewisse Fragen, die sich immer wieder wiederholt haben, indem sie immer wieder auf unserer Vergangenheit rumhacken und Mobius als den großen Gönner darstellen. Und ich glaube, die wollten uns damit quasi auch ein bisschen Gehirn waschen, dass wir loyaler Mobius-Mensch oder Mitarbeiter oder Agent werden. Und ich schätze mal, mit der Frau von Sebastian haben sie so ziemlich das Gleiche gemacht. Und Ruvik ist jetzt raus aus dem Stem. Damit hat Mobius, was es will, nämlich sie können jetzt in aller Ruhe wieder Leute in den Stem hineinschicken, ohne dass Ruvik die zerfleischt. Ruvik sitzt im Körper von... das kann man jetzt interpretieren. Hat Sebastian nun geschafft, Ruvik zu töten und das Gehirn zu zerstampfen? Er war ja quasi so dominant, dass er Ruvik in seinem eigenen Stem zerstört hat. Und Kidman hat ihm quasi das Leben gerettet,
jetzt am Ende, indem sie gesagt hat, sie sollen ihn da einfach liegen lassen, anstatt den zu beseitigen. Oder hat es Ruvik rausgeschafft mit dem Körper von Leslie, weil da hat sich am Ende nochmal, oh dieses Lied, da hat sich am Ende nochmal ein bisschen was merkwürdig verhalten, als Leslie dann auf einmal verschwunden ist. Kann aber auch sein, dass sich Sebastian das am Ende des Hauptspiels nur eingebildet hatte. Ich vermute mal, ich hoffe, Sebastian hat sich das nur eingebildet. Mobius selbst kann es egal sein. Die indoktrininisiert. Ach so, Theo, so schreibt man das. auf jeden Fall hat das mit der Gehirnwäsche bei Kidman nicht geklappt. Da ist Mobius gescheitert. Außerdem... Was wollte ich sagen? Und das Lottchen sagt, da fehlt ein Tod. Immer noch, Koma? Ich hatte einen zwischendurch nachgereicht. Der 20. Tod zählt nicht. Wie, der 20. Tod? Wann bin ich denn nochmal gestorben? Was hatte ich denn nicht mitgezählt, als die zwei Ischen über mich hergefallen sind? Oh, das war creepy. Also ich glaube, dass dieser schwarze Schattenmann nicht mal wirklich eine Person war. Sondern wirklich nur irgendein... Eine Furcht, die sich im Stem manifestiert hat. Weil das ist ja, was der Stem unentwegt tut. Furchte und Ängste und Zustände manifestieren. Ich frage mich halt nur, warum da nie was Schönes mal dabei sein kann. Wäre auch schön, da ein Segelboot voller schöner Frauen zu haben. Aber nein, stattdessen sind es die Nachbarn mit Stacheldraht im Gesicht. Das finde ich ein bisschen doof. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen dran rumbasteln können. Ich glaube, da ist auch Reuven dran schuld. Das macht ihm ja richtig Spaß. Oder hat ihm Spaß gemacht. Die Stimme war am Ende noch da und sogar in der realen Welt. Ist die Frage, war die in der realen Welt? Wer hat die denn gehört? Ich glaube, Kidman hat sie gehört. Ich glaube, Kidman hat die Stimme vielleicht noch im Kopf. Aber sie kann sich zumindest gegen sie wehren. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das Ding noch im Stem drin ist. Am Ende waren ja alle abgekoppelt. Das ist noch die Frage mit diesem, ne, kabellosen Stem. Oder wie auch immer. Ich finde eher, die Frage ist, was macht Mobius jetzt mit dem Stem? Weil der ist ja jetzt ganz offensichtlich... Der ist jetzt anscheinend durch die ganze Aktion, die da abgezogen haben, gereinigt. Gereinigt von vor allen Dingen Ruvik. Gereinigt von diversen Bossen, die wir abgeschlachtet haben. Was machen die jetzt mit dem Ding? Was stellen die mit den Leuten an, die sie da anschließen? Kapitel 4 überlebt, Abschlussboni. Ja, nee, kannst du knicken. Du kannst jetzt in den Modus Kurayami wechseln, wenn du ein neues Spiel startest. Kurayami, was ist denn Kurayami? 19, seht ihr, von wegen, da fehlt ein Tod. Hab ich gut Schriftbuchdingens Kirchens Dödeldö geführt. Applaus, Baume, Applaus, danke, Buddy. Dankeschön. Nee, Firefox, siehste, ich bin bei 19 Toten. Ist schon alles richtig so. Vielleicht eine Putzkolonne reinschicken, wäre mal nötig. Ja. Ein WLAN-Stem. Ja, wie auch immer der über Hirn connected. Das klingt schon alles sehr nach... Das klingt schon alles sehr nach Psycho-Zeugs, Gedödeldöns. Titelbildschirm. Können wir uns jetzt hier nochmal Gegnerarten und so einen Spaß anschauen? Mit der Taschenlampe um Ecken schauen ist die effektivste Möglichkeit und bla bla bla. Nein, gut, okay. Ich habe jetzt hier noch den schönen Soundtrack-Player. Den werde ich mir voll reinpfeifen. Was? Ich habe doch mehr als zwei von diesen CDs gefunden. Und ja, damit verabschiede ich mich. Es war mir ein Fest, dieses merkwürdige Spiel euch zu präsentieren. Ich bin jetzt damit durch. Wir sehen uns dann in einem anderen Projekt wieder. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssikowski.